MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Maria Ertl. Die Auswirkungen des Klimawandels werden immer sichtbarer, auch in den heimischen Wäldern. Der Bergwald leidet zusehends. Eine 10. Klasse der St. Irmengard-Schulen in Garmisch-Partenkirchen möchte daran etwas ändern und einen kleinen Schritt zur Verbesserung der Wälder beitragen. Ein Bewusstsein dafür schaffen, dass man was tun muss, dass sich etwas ändern muss. Zusammen mit Förster Ferdinand Rösler waren sie jetzt in Oberammergau den Wald aufforsten. Also wie gesagt, vom Abstand her Meter auf einen Meter. Wenn wir ein bisschen weiter vorgehen, 10 Meter, da geht so ein Trampelpfad rein. Da kann man an- und aufgehen. Und dann, da die einfach sagen, nimmt sich halt jeder eine Haue, macht es eben zu zweit. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich mache es jetzt auch nochmal vor, weil dann kann halt einer immer das Loch buddeln und der andere kann dann die Pflanze einsetzen. Ferdinand Rösler gibt letzte Anweisung. Er ist Förster in der Privatwaldgemeinschaft Oberammergau und pflanzt mit den Schülerinnen der St. Irmgard-Schule neue Buchen. Rund 300 Bäumchen sollen es werden. Dazu ging es hinauf auf den Berg. Früher standen auf den Bergen überwiegend Fichten. Doch durch den Klimawandel ist es inzwischen zu trocken. Jetzt entsteht ein Mischwald. Das dient der Risikominimierung und außerdem haben Buchen noch einen weiteren Vorteil, wie Rösler erklärt. Wenn sie kleiner ist, dann schafft sie noch nicht so viel zu kompensieren, aber so im Mittel gerechnet schafft die 12,5 Kilogramm CO2 zu binden im Jahr. Und ich habe es dann die Schüler kurz erklärt, wir haben einen jährlichen Ausstoß in Deutschland von um die 10 bis 11 Tonnen, was wir verbrauchen. Und man müsste dann praktisch, wenn man es sich ausrechnet, 880 Buchen pflanzen, damit man seinen eigenen Verbrauch von CO2, man das halt kompensieren kann. Zudem ist die Buche ökologisch wertvoll. Ihr pH-Wert ist gut für den Waldboden und die Artenvielfalt. Dass sich Schule mit der Thematik Klimawandel auseinandersetzt, findet Schülerin Valentina gut. Bäume pflanzen und damit raus aus dem Klassenzimmer und in die Natur, das gefällt Valentina an ihrer Schule. Weil es einfach unsere Zukunft ist und wir einfach für unsere Zukunft etwas tun müssen, weil es andere vielleicht nicht tun. Und deswegen bin ich sehr froh, dass die Schule solche Aktionen plant und sich auch dafür einsetzt mit den Schülern und für die Schüler. Bereits seit ein paar Jahren gibt es das Aufforstungsprojekt. Julia Arndt, die Lehrerin der Schülerinnen, ist dankbar, dass es in diesem Jahr eine großzügige Spende von 1.250 Euro gegeben hat, wovon die Bäumchen gekauft wurden. Und sie hat Wünsche für die Zukunft. So einmal, dass wir der Verringerung des Waldes entgegenwirken. Klar haben wir da nur einen kleinen Einfluss drauf, aber es ist immer noch so, dass viel mehr Bäume und Wälder gerodet werden, wie neu aufgeforstet werden. Da tragen wir natürlich zu bei, dass das ein bisschen weniger wird. Und natürlich kann jeder Baum, wenn er dann ausgewachsen ist, für die Abmilderung des Klimawandels helfen. Gut die Hälfte der Bäume, die an dem Tag gepflanzt wurden, wird es im Schnitt schaffen. Was natürlich sowohl für die Schülerinnen als auch für die Umwelt ein toller Erfolg ist. Pauline Erdmann für das MKR. Ein Leben ohne Handy, Auto und Fernseher, das ist schon für die Jüngsten unvorstellbar. Und genauso seltsam ist es für sie dann, dass auch Jesus ohne all das zurechtkam. Wie lebte man zur Zeit Jesu? Das ist Thema diese Woche bei meiner Kollegin Steffi Schmidt im Kita-Radio. Hallo Steffi. Hallo Maria. Steffi, für uns Erwachsenen ist es ja völlig klar, dass Jesus nicht so lebte wie wir heute. Für Kinder ist das aber manchmal schwer nachzuvollziehen, oder? Naja, ich glaube gar nicht, dass es für Kinder wirklich schwer nachvollziehbar ist. Es ist eher etwas, womit sich Kinder im Kita-Alter oft noch wenig beschäftigt haben. Aber die Mädels und Jungs, genau in diesem Alter, die mögen Bibelgeschichten gerne. Die hören an Weihnachten die Geschichte von der Geburt von Jesu und anderes aus seinem Leben. Und die fragen sich dann vielleicht schon, wie war es eigentlich, das Leben zu dieser Zeit? Und wie war es? Auf jeden Fall ganz anders als heute, oder? Ja, wobei man Kinder eben in ihrem Alltag abholen muss. Und das tut das neue Bildkartenset von Don Bosco Medien. Das sind große Karten fürs Kamishibai, auf denen man entdecken kann, wie das Leben damals war. Und da gibt es dann doch auch für die heutigen Kinder einige Parallelen zu ihrem Leben zu entdecken, meint die Autorin Annegret Gerleit. Also es gab mit Sicherheit
so Art Puppen, die sie sich selber gemacht haben. Sie haben im Sand wahrscheinlich irgendwelche Hüpfspiele gemacht, das, was Kinder heute auch machen. Es gab Knochen, mit denen man gespielt hat, so Art Würfelspiele, die man in die Luft geschmissen hat und wieder auffangen musste. Also es gibt eben Unterschiede, aber auch viele Gemeinsamkeiten. Und unsere Intention war, die Kinder dort abzuholen aus ihrer eigenen Lebenswelt, wo sie sind, und dadurch sozusagen eine Verbindung zu dieser Zeit zu finden. Klingt auf jeden Fall spannend. Für welches Alter sind diese Bildkarten denn geeignet? Also klassisch steht die Beschäftigung damit natürlich im Rallye-Unterricht in der Grundschule an. Aber gerade Kinder in einer kirchlichen Kita hören natürlich schon in dem Alter Geschichten von Jesus, Geschichten aus der Bibel. Und deshalb kann man die auch wunderbar schon im Kindergarten einsetzen. Und wir beschäftigen uns diesmal genau deshalb auch im Kita-Radio damit. Also das Leben zur Zeit Jesu, darum geht es diese Woche hier bei uns im Kita-Radio, überall wo es Podcasts gibt. Während sich andere in seinem Alter den Ruhestand gönnen, ist bei Kardinal Reinhard Marx nichts vom Kürzertreten zu spüren. Der Münchner Erzbischof wird 70 und das feiert er am Wochenende auch groß. Klar, dass dann jede Menge Wegbegleiter Marx auch alles Gute wünschen wollen. Ganz vorn bei den Gratulanten natürlich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Lieber Herr Kardinal, es ist mir eine Ehre, Ihnen an diesem Tag Ihnen alles Gute zu wünschen. Gesundheit, Glück und vor allem Gottes Segen. Wir kennen uns jetzt auch schon länger. Unser Verhältnis war nicht immer, wie soll ich mal sagen, von grundlegender, zweifelsfreier Harmonie geprägt. Aber ich respektiere sehr Ihre Haltungen. Ich respektiere sehr die Intelligenz, mit der Ihre Argumentation stattfindet. Und ich respektiere sehr Ihren Einsatz für das Christentum, gerade bei uns in der ganzen Region in Bayern. Sie sind schon ein starker Kardinal mit einer starken Meinung und einem starken Appetit, wenn ich das sagen darf. Was es mir aber nicht unsympathisch macht, Sie wissen, ich poste auch regelmäßigweise die Dinge, die wahrscheinlich Ihnen auch genauso schmecken. Söder würdigt in seinem Geburtstagsgruß den Einsatz des Kardinals in schweren Zeiten für die Kirche und auch seine starke Stimme als Kirchenvertreter. Eher leise Töne schlägt Gabriela Grunden an. Sie ist Leiterin der Abteilung Spiritualität im erzbischöflichen Ordinariat. In ihrer Gratulation an den Chef erinnert sich Grunden an die Begegnung nach einer Erwachsenentaufe mit dem Kardinal. Und da war das Herz so spürbar, die Unmittelbarkeit, mit den Menschen in Kontakt zu gehen, auch den Glauben zu teilen, die Fragen, auch die Kritik, die Zweifel zu hören, auch selber als Zweifelnder erfahrbar zu werden und sehr, sehr unmittelbar und wahrhaftig mit den Menschen in Kontakt zu sein. Und das habe ich gemerkt, das hat mich bewegt, aber auch viele andere, die dann dabei waren, diesen Menschen, den Christen zu erleben. Als Christ und Leiter eines Erzbistums hat Marx einige stürmische Geburtstage hinter sich, die unter dem Zeichen der Missbrauchsaufarbeitung standen. Zeiten, in denen er unter anderem auch viele Male den Vorsitzenden des Betroffenenbeirats im Erzbistum, Richard Kick, getroffen hat. Und auch er lässt es sich nicht nehmen, dem Kardinal alles Gute zu wünschen. Ebenfalls von Herzen wünsche ich Ihnen die Kraft und Energie, Ihre Kirche in eine den Menschen zugewandte Kirche mitzuverändern. Weiterhin wünsche ich Ihnen, dass Sie die Bürde und Last der Verbrechen des Missbrauchs an so vielen Kindern weiterhin tragen können. Und das noch viele Jahre. Ein versöhnlicher Geburtstagsgruß mit dem Respekt vor den Bemühungen des Münchner Erzbischofs und in dem Wissen, wie sehr Kardinal Marx die Jugend am Herzen liegt. Das hat auch Sandra Krump in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt. Sie leitet das Ressort Bildung im Ordinariat. Keine Grußworte. Das ist die einzige Vorgabe, die Sie, Herr Kardinal, machen, wenn es um Termine in Schulen oder in Kitas geht. Keine Grußworte deswegen, weil Sie viel lieber direkt mit den Kindern und Jugendlichen sprechen wollen. Und es gibt dann Quizshows mit Ihnen oder Projektpräsentationen und Diskussionen über die Projekte oder Interviews mit Ihnen zu allen Fragen zwischen Himmel und Erde. Und man merkt immer, wie sehr es Sie interessiert, was die Kinder und Jugendlichen denken und wie sehr es Sie freut, direkt mit Ihnen sprechen zu können. Lieber Herr Kardinal, ganz herzlichen Dank für Ihr großes Engagement im Bildungsbereich. Die Liste der Gratulanten am Wochenende wird lang sein, aber egal wie die Festgäste zu ihm stehen, einig sind sich wohl alle, dass Kardinal Marx das Erzbistum entscheidend geprägt hat. Willi Witte für das MKR.
Heute ist immerhin schon Donnerstag. Die Arbeitsstunden bis zum Wochenende sind also zählbar. Und wenn Sie Anregungen für die schönsten Tage der Woche brauchen, mein Kollege Willi Witte hat für Sie ein paar Tipps. Münchner Kirchenradio, Veranstaltungstipps. Heute mit Willi Witte. Am Samstagabend feiert die Pfarrei Baltham die lange Nacht der Begegnung und Kultur. In der Pfarrkirche sind ab 19:30 klassische Werke mit Oboe, Flöte und Orgel zu hören, begleitet von projizierten Fotografien. Im zweiten Teil des Abends tritt das zeitgenössische Elektronikduo Kristallempfänger auf. Dabei werden auch Kunstwerke von Steffen Schuster gezeigt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind hochwillkommen. Die lange Nacht der Begegnung in der Baltheimer Pfarrkirche Maria Königin am Samstagabend dauert von 19:30 bis 23:30. So ein Bauernmarkt ist wegen der leckeren Sachen immer etwas Besonderes. In Garsam-Inn gibt's am Samstag obendrauf auch noch ein Programm für Kinder. Unter Anleitung von Christine Schwarzenbeck findet ein kunterbuntes Basteln statt. Der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Die Teilnahme an der Ideenwerkstatt kostet 4 Euro. Los geht's am Samstag um 9 Uhr auf dem Marktplatz in Garsam-Inn. Die Bastelaktion dauert bis 12 Uhr. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Weil die Kirchen sich im kommenden Jahr an der Landesgartenausstellung in Kirchheim bei München beteiligen, startet am Samstag um 11 Uhr ein Baustellenfest. Dann wollen die katholische und die evangelische Kirche einen kleinen Vorgeschmack auf 2024 geben. Für alle Altersgruppen wird etwas zum Hören, Sehen und Mitmachen geboten. Puppentheater und Bastelaktion, Sängerinnen und Posaunenchor. Auf der Grünfläche steht außerdem ein Modell der zukünftigen Hauptanlaufstelle für kirchliche Angebote auf der Landesgartenschau. Geplant ist eine Pflanzung in Form des Grundrisses einer römischen Basilika. Das Baustellenfest in Kirchheim bei München dauert am Samstag von 11 bis 17 Uhr. Ab jetzt können Sie auch schon Dauerkarten für die Landesgartenschau 2024 kaufen. Ich wünsche Ihnen und Euch ein schönes Wochenende. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast. MKR, mehr Tiefgang für den Süden.